Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu Ni no Kuni. Wir haben in der letzten Folge Myrtle geholfen, dass sie wieder rausgehen kann. Hoffen, bei Esther hat sich jetzt was getan. Wir haben eine Portion Mut von Myrtle abgezwackt und wir werden nun wieder in Tröpfchens Welt reisen. Auf geht's. Hier sind wir wieder in Alkuwald. Wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wir können dann auch, nachdem wir das erledigt haben, gucken, ob es weitere Quests gibt. Und wir haben auch noch einige zu erledigen. Das werden wir dann heute auch noch machen. Wenn wir dazu kommen, ich denke, wir kommen dazu. Hallo. Hier ist sie. Oliver? Wie? Schick, genau wie ich es mir dachte. Wir haben ihr Herz wieder geöffnet. Jetzt kannst du es für sie heilen. Keine Sorge, das dauert nur einen Moment. Ich gebe dir Myrtles Mut, okay? Jep, ihr Herz ist offen wie ein Scheunentor. Knall einfach den Mut rein und die Sache ist erledigt. Bam! Ich liebe Tröpfchens Redeweise. Bitteschön, etwas Mut für dich, meine Liebe. This. Where am I? What happened? It was Shadar. He stole a piece of your heart. My heart? Is it you, Esther? Is it really you? Oh, my dear daughter. Father! Oh, forgive me, my child. You were robbed of your courage. But I have only myself to blame for the loss of my own. Oliver, it is you who taught me this. You have my thanks. You're welcome, Mr. Rashad. I will join you in the fight against Shudar. The day will soon come when the clarion rings out across the land once more. The clarion? Oh, it's an old story from way back, that is, back when the world was at peace, like. The three kings of our world combined their skills and knowledge to create a flute that symbolized the great peace. The sound of this flute came to represent the unity of the nations of the world. How long is it now since the call of the clarion was heard? Not since the three kings got into a right old potch and fell out, I heard. To us, the clarion will ring out again, and we will be the ones to play it. Very well, daughter. Let us do our best. Let us help Oliver in his fight. Thank you so much, Mr. Rashad, sir. Sehr, sehr gut. Bitte nimm mich mit, Oliver. Ich will dir dabei helfen, Shadar zu besiegen. Ich habe auch so einen Vertrauten wie du, der mir zur Seite steht. Hier. Ah, hallo. Wow, du kannst auch mit Vertrauten kämpfen, Esther? Das kann sie. Esther ist sehr geschickt darin, Vertraute zu trainieren und einzusetzen. Sie ist also mehr eine Vertrauenshüterin als eine Zauberin, oder? Auch gut, immer praktisch, so jemanden dabei zu haben. Das ist mein Bräuler. Sie heißt wie heißt die? Überenike? Sag hallo, Überenike. Was ist denn das für ein Name? Esther und ihr Vertrauter haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Schick, das wäre geklärt. Dann mal zur Sache. Du weißt, warum Oliver hier ist, stimmt's, Rashid? Tröpfchen! Das weiß ich. Du willst die Künste der Weisen erlernen, oder nicht? Ja. Dann wirst du diese Zauber benötigen. Oh, du hast eine Seite mit dem Zauber Drahtzieher erhalten. Und geheime Zutat. Und magisches Licht. Und Schockwelle. Danke, Herr Rashid. Es freut mich, dass es dir nicht an der benötigten Entschlossenheit mangelt. Schließlich bist du aus einer anderen Welt hierher gereist, um dich Shadar zu stellen. Das wussten Sie? Dass ich aus einer anderen Welt komme, meine ich? Hä? Huh?
Deine Taten haben mir deine Herkunft enthüllt. Du hast Esther geheilt, was mir nicht möglich war. Daraus habe ich geschlossen, dass du ihrer Seelenverwandten in der anderen Welt geholfen haben musst. Und nur jemand, der aus dieser anderen Welt stammt, könnte dies vollbringen. Wow, Oliver ist also einer aus der anderen Welt, von denen du mir immer erzählt hast, Vater. Und er hat mich gerettet? Ja, es ist seltsam. Es kommt mir so vor, als würde ich dir in einem Traum begegnet. Als wäre ich dir... Was ist denn heute wieder los? Oliver, es scheint Dinge zu geben, die nur jemand wie du verbringen kannst. Du kannst unserer Welt vielleicht helfen. Ich werde dich dabei unterstützen. Vielen Dank, ich werde sie nicht enttäuschen. Ich werde Shadar besiegen. Vielleicht, aber du musst noch viel lernen. Solange du die magischen Künste nicht perfekt beherrschst, besteht für dich keine Hoffnung, ihn zu besiegen. Die vier großen Weisen konnten den dunklen Djinn nicht besiegen. Ein einfacher Junge benötigt mehr als nur Enthusiasmus, um dies zu bewerkstelligen. Was meinst du? Er wird binnen kürzester Zeit eine Mordsladung Erfahrung scheffeln müssen, oder? Das muss er in der Tat. Erfahrung, die er durch die Prüfung der Weisen erlangen kann. Oliver, du musst dich ihnen stellen. Prüfung? Wo muss ich diese Prüfung machen? Im Norden der Wüste, im Tempel der Prüfungen. Im Tempel der Prüfungen? Du meinst... Genau, die Heimstatt des überragenden Weisen, des Meisters der Vertrauten. Auch du hast noch viel zu lernen, Esther. Nur wer den Segen des überragenden Weisen hat, darf die Tore des Tempels öffnen. Ich werde euch begleiten. Danke, Vater. Du wirst die Prüfung meistern, Oliver. Das weiß ich einfach. Danke, Esther. Und danke, Herr Rashid. Rashid reist jetzt mit euch. Okay. Oh, da hat jemand irgendwas. Gib mal her. Der Barbarenbasar steht vor der Tür. Ja, ja, sind alle ganz aus dem Häuschen. Der öffnet bald. Ich bin ganz aufgeregt. Wie viele Enkelkinder haben sie denn? Wenn man die mitzählt, die übers ganze Land verstreut, ne, so 30? Ach du Scheiße. So viele? Das sind aber ziemlich viele Geschenke. Mag schon sein, aber für jedes bekomme ich im Gegenzug dein unbezahlbares Kinderlachen. Oh, ist ja wie Weihnachten. Und ihr Glück ist meines. Mögen die Vorväter sie behüten. Verdammt, der Mann ist ja fast ein Heiliger. So viel Güte findet man bloß alle Jubiläare. Ja, gib mir Güte. Ja, komm. Weil ich so nett gefragt habe. So, gib. Danke. Es ist halt nicht storyrelevant, was die zu sagen haben. Deswegen lese ich das auch eher ungern vor, weil die eine mal total voll labern. So, hier hatten wir Quests angefangen, glaube ich. Ey, warte mal. Ich muss mal in mein Tagebuch gucken. Das Lunchpaket, genau, und doofe Dickschädel. Besiege 10 der Dickschädel, die die Wüste durchstreifen. Richtig. Dann... Wo war denn der Questmann? Der war da oben, ne? Hallo, Kleiner, renn mich nicht um. Du, was hast du? Bei dem Bärtenchaos? Ja, was ist denn los? Wilde Kreaturen! Was kriege ich von dir? Mut? Ja! Gib mir Mut! Herzlichen Dank. Jetzt fehlt uns noch Enthusiasmus und dann haben wir alle, die wir bis jetzt kennen. Ja, ist okay. Gehen wir mal zum questigen Questgeber. Oder zur Tafel. Zur Tafel. Gibt's hier neue Sachen? Ja. Zwei Kinder, die eigentlich beste Freunde sind, haben in der Nähe der Milchbrunnen in Al-Kuwait Streit angefangen. Okay, dann jemand vor dem Gasthaus zum Katzenkopf in Al-Kuwait sieht besorgt aus. Und ein Currybudenbesitzer in Al-Kuwait scheint Hilfe zu benötigen. Das werden wir mal kurz alles annehmen. Vor dem Gasthaus hieß es. Und am Milchbrunnen. Du da hinten. Was ist los? Oh, ich habe ja solche Angst. Ich kann einfach nicht gehen.
Ist etwas nicht in Ordnung? Sie wirken ein bisschen unglücklich. Das bin ich auch, mein Junge. Willst du meiner traurigen Geschichte lauschen? Sicher. Danke sehr, du bist ein gutherziges Kind. Weißt du, ich verkaufe Alkuhwalds feinste Milcheiscreme. Ich war im Begriff, eine Reise anzutreten, auf der ich erforschen wollte, wie ich meine Ware noch erfrischender und wohlschmeckender machen kann. Ach, das waren sie? Wohin soll's denn gehen? In ein Dorf im Reich des Eises, weit hinter dem Horizont. Die Leute dort kennen sich mit Eis sehr gut aus und ich hoffte, von ihnen zu erfahren, wie ich meine Ware noch weiter verbessern kann. Das ist fantastisch. Es braucht viel Mut, um in die große, weite Welt hinauszugehen. Viel Glück! Du verstehst nicht, ich kann nicht mehr auf diese Reise gehen, obwohl ich so viel Zeit und Mühe in die Vorbereitung investiert habe. Was? Warum denn nicht? Hast du nicht eben gesagt, dass du dich zu der Reise entschlossen hast? Ich bin von panischer Furcht erfüllt. Gerüchte über wilde Bestien, die durch das Land streifen, ängstigen mich. Ich kann mich einfach nicht aufraffen. Was ist nur mit mir geschehen, wo ich doch einst so mutig war? Dem fehlt Mut! Dem fehlt Mut. Das sieht mir gar nicht nach einem ganz normalen Sinneswandel aus, oder, Tröpfchen? Meinst du, er hat ein gebrochenes Herz? Das kann gut sein, Olli. Braucht ein bisschen Mut, der Gute. Ja, komm. Nehme ich an, gebe dir direkt Mut und dann ist alles wieder gut. Ha! In dem Zustand können wir ihn nicht zurücklassen. Wir müssen etwas Mut für ihn auftreiben. Ja, dann legen wir los. Ich hab Mut. Ich habe Mut. In meiner Fiole. Schildeböen. Und die Jungs, die sich streiten, brauchen bestimmt ein wenig Güte. Bei den Bärten der Vorväter, ich bin von kolossaler Kühnheit erfüllt. Ich fürchte weder Mensch noch Bestie. Ich vermag jedes Leid zu ertragen, wenn meine Anstrengungen dazu beitragen, die Entwicklung der Eiscreme voranzubringen. Schick, sieht so aus, als ob da einer wieder ganz der Alte wäre. Genau, es geht Ihnen jetzt viel besser, oder? Besser? Es geht mir besser als besser. Ich muss sofort zu meiner Reise aufbrechen. Ihr habt meinen Dank. Auch wenn ich damit nur einen Bruchteil meiner Dankbarkeit zu zeigen vermag, bitte ich euch doch, dieses Geschenk anzunehmen. 3 Karottenküchlein und 100 Gulden. Danke! 2 Stempel, bitte. 1, 2, 3. Hä? Und einen weiteren als Bonus. Oh, cool. Dann halt so. Dann wollen wir mal zu den Kids gehen, die sich streiten. Und dann werden wir mal Richtung Goldhain wieder aufstapfen. So, 20 Gulden, danke. Ach, schön hier. So. Wo sind sie denn? Da. Hey, was denn los? Nein, du kriegst es nicht zurück. Ich bin noch nicht damit fertig. Was ist los mit dir? Gestern hast du mir gesagt, dass du es zurückgeben wolltest. Hey, ihr zwei, hört auf mit der Streiterei. Was ist denn los hier? Das Problem ist, dass dieser Dieb hier mir das Bilderbuch nicht zurückgeben will, das ich ihm geliehen habe. Es ist doch nur ein Bilderbuch und noch dazu ein ziemlich schlechtes. Wen interessiert's? Mich interessiert's. Es war ein Geburtstagsgeschenk. Du musst es zurückgeben. Ach, lass mich in Ruhe und verschwinde. Verflixt, entweder hat ihm einer das Herz gebrochen und jeden Tropfen Güte rausgepresst, oder muss man kräftig übers Knie gelegt werden. Ich mach beides, wenn du willst. Meinst du, dass er ein gebrochenes Herz hat, aber er wirkt so peppig? Naja, es kommt drauf an, welcher Teil vom Herz geklaut wurde. Kann mit einer Persönlichkeit die verschiedensten Sachen anstellen, weißt du? Wie auch immer, viel wichtiger ist doch, dass wir jetzt was unternehmen. Sollen wir jetzt dem Kerl helfen? Natürlich. So, ist okay. Wunderbar. Güte. Hier. Ich hab Güte. Güte, 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 Güte. Und schon ist unsere Fiole wieder leer. Hm? Was ist passiert? Ich wollte das Bilderbuch zurückgeben, aber dann... Wirklich? Du wolltest es zurückgeben? Aber natürlich, ich gehe gleich los und hole es. Bitte entschuldige, dass ich so egoistisch war. Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt, wieder normal zu werden. Bitte nehmt das als kleines Geschenk an. 2 Tassen starker Kaffee. Oh, könnte ich jetzt auch gebrauchen, aber meine Kaffeemaschine ist kaputt gegangen. Ich halte mich mit Schoko-Cappuccino über Wasser. Und 100 Gulden bekommen wir. So, 2 Stempel bitte und 3 als Bonus. Wie wär's?
Nein, schade. Okay. Hat hier noch jemand irgendwas an Herzensenergie abzugeben? Meine Fiole ist leer. Ah, der mit dem Currystand. Genau, den müssen wir auch noch ansprechen. So. Verflixt, mir fehlen die nötigen Zutaten. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Stimmt etwas nicht? Ich konnte das Rezept für das berühmteste Kuhweidi-Gericht in meinen Besitz bringen, aber ich verfüge nicht über die erforderlichen Zutaten. Was für ein Gericht ist das denn? Es wird Tikka Masala genannt. Ha, Chicken Masala. Dem Rezept nach zu urteilen, ist es ein aufwendiges und raffiniertes Curry aus dem zartesten und saftigsten Rindfleisch. Verflixt, das klingt echt köstlich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Wollt ihr es probieren? Wenn ihr die Zutaten für mich sammelt, wird euch die Ehre zuteil, seit ewigen Zeiten die Ersten zu sein, die das Tikka Masala kosten. Sehr gerne. Was müssen wir denn finden? Danke, du bist ein wundervoller und hilfreicher junger Freund. Hervorragend. Um dieses Meisterwerk zuzubereiten, benötigt Reis, zartes Fleisch und eine Prise der Würze des Lebens. Würze des Lebens? Wo bekommen wir die denn her? Ich fürchte, ich weiß es nicht genau. Ha! Du bist ja witzig. Aber ich habe gehört, dass jemand, der scharfe Scheich genannt wird, irgendwo in dieser schönen Stadt lebt. Na, klingt doch nach einem guten Ausgangspunkt, nicht? Dann machen wir mal Tempo und suchen uns einen Scheich, oder? Wenn ihr noch irgendwelche Auskünfte benötigt, dann zögert nicht, mich zu fragen. Viel Glück, Freunde. Ein Scheich? Okay. Würze des Lebens. Der scharfe Scheich. In dieser schönen Stadt. Okay. Der scharfe Scheich. Ihr seid ja gut. Ach ja, was ich noch nachschauen wollte, sind unseren Zauber. Drahtzieher, was macht das denn? Gestattet es Zauberern, Statuen und andere Objekte zu bewegen, als seien sie zum Leben erwacht. Werden wir brauchen? Magisches Licht. Erhält, was dunkel ist, auch wenn nur für kurze Zeit. Wachstumsschub, alte Pracht. Geheime Zutat. Erschafft Essen mit einem wahrlich zauberhaften Geschmack. Okay. Haben wir nicht noch was bekommen? Drahtzieher, magisches Licht, geheime Zutat und Schockwelle, da ist es. Sendet eine Energiewelle aus, die Gegner schädigt, aber auch weit entfernte Objekte bewegen kann. Okay. Wer könnte denn der scharfe Scheich sein? Das, bist du... Nein, dem haben wir ja eh schon geholfen. Bist du der scharfe Scheich? Gefällt dir, was du siehst? Das ist... Nee. Bist du der scharfe Scheich? Nein. Ich glaube, random Leute fragen hilft hier nicht. Bist du der scharfe Scheich? Wohl nicht. Du bist der scharfe Scheich. Jo! Er leuchtete sogar. Na, ich fühle mich so ausgebrannt. Wo ist nur das Feuer geblieben, das einst in mir loderte? Sie sind krank? Krank? Das ist schlimmer als eine Krankheit, Junge. Viel schlimmer. Ich habe es satt, Gewürze zu mischen und Gewürze mischen ist mein Leben. Na nu, das ist doch bestimmt dieser scharfe Scheich, von dem man uns erzählt hat, oder? Wahrscheinlich schon, oder? Aber mit dem Kerl stimmt irgendwas nicht. Der Sache gehen wir besser auf den Grund, ne? Sollten wir. Warum haben sie denn keine Lust mehr, Gewürze zu mischen? Warum? Es gibt kein Warum. Das ist einfach nur Leere. Aber sie sind doch wegen ihrer Gewürzmischung überall bekannt, Herr Scheich. Haben sie denn keine Kunden, die auf ihre Dienste zählen? Vielleicht, aber ich kann mich einfach nicht überwinden, ihre Aufträge zu erledigen. Enthusiasmus. Ich kann mich ja kaum dazu durchringen, morgens aufzustehen. Ja, da fehlt eindeutig Enthusiasmus. Ich will mich einfach nur ausruhen. Bitte belästigt jemand anderen. Aber... Spar dir die Worte, Olli. Der Kerl hat ein gebrochenes Herz. Ja, der Enthusiasmus, bla. Jetzt haben wir in der Quest eine Quest. Schön. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir Enthusiasmus herkriegen. In Katzbuckel haben wir sehr viel davon. Gut, ich mache mich jetzt erstmal auf dem Weg. Aber wir brauchen ja auch noch Reis. Und zartes Fleisch. Und wir müssen noch das Lunchpaket in den Goldhain bringen und da auch ein Monster besiegen.
Okay, als nächstes müssen wir da oben hin. Wir werden aber wieder zum Goldhain gehen. Erstmal. So, Dickschädel müssen wir auch besiegen. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich aus Alkuwald herauskomme, Oliver. Ha, und es scheint dir zu gefallen. Esther, der Zweck dieser Reise ist es, die Prüfungen abzulegen. Da hast du recht, Mann. Das hier ist doch keine verflixte Vergnügungsreise. Na los, Beeilung. Schon gut, schon gut. Du gehst voraus. Das höre ich gern. Na dann, los. Warte mal. Hat der Sand sich da drüben gerade bewegt? Oh Mann, da ist ein Monster. Oh, jetzt kommt ein Tutorial. Alles klar, Olli. Weil du jetzt gemeinsam mit Esther kämpfen wirst, sollte ich dir besser ein paar neue Kniffe beibringen, was? Seid ihr zwei bereit? Ja. Müssen wir. Jetzt können du und Esther zusammenkämpfen. Doppelt gemoppelt. Schick. Wo ihr nun zwei seid, kannst du bei Kampfbeginn mit L1 oder R1 festlegen, wer das Sagen hat. Probier's einfach mal aus, ja? Mach schon, wähl Esther aus. Okay. Esther! Oliver! Esther! Oliver! Entschuldigung. Mich hat's gepackt. So, jetzt hat Esther das Kommando, siehst du? Sie ist jetzt das, was wir Anführer nennen. Und der Anführer kann alle rumkommandieren. Siehst du den Taktikbefehl da unten? Ja? Ja, ich hab's gesehen, ist okay. Damit kannst du deinen Kumpels sagen, was sie zu tun haben. Kinderleicht. Um im Kampf den Anführer zu wechseln, drückst du L1 und gleich darauf hoch und runter. Dann mal los, ihr zwei Helden. Zeigt, was ihr auf dem Kasten habt. Okay, Taktik. Was kannst du da machen? Eigenständig, voller Einsatz, Unterstützung, heilen. Nichts tun ist voll gut. Anderes Ziel angreifen? Ja, das kann er machen. Schwächsten Gegner angreifen. Das ist eigentlich auch sehr cool. Aber wir greifen an. Keine gute Idee, weil das nur einen abzieht. Also holen wir mal ihren Vertrauten raus. Und Angriff! Was vielleicht auch nicht so eine gute Idee ist. What? Wer wie? Wow, Oliver ist Banane. Ich kann... Warte, was kann sie denn eigentlich? Heilende Träne. Eine heilende Träne fällt aus dem Himmel, regeneriert einige LP eines Verbündeten. Aber Oliver ist Banane. Entladung. Ein Stromschlag verursacht Sturmschaden bei einzelnen Gegnern. Okay. Hat sie denn kein Inventar, Proviant, Kack? Kann ich fliehen? Warum ist das denn auf einmal so schwer? nein. Hier, heilende Träne bitte. Wow. Ich kann doch nicht so schlecht sein jetzt schon. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie ich das erklären soll. Weil als ich das selber gespielt habe, das ist schon das zweite oder dritte Mal, dass wir Game Over gehen. Das kann ja nicht sein. Wir probieren es jetzt nochmal. Und dann machen wir ein paar Dickschädel kaputt und da hast du nicht gesehen. Und vielleicht dazwischen auch eine Aufnahmepause. Das wäre eine Idee. So, ja, ich weiß, wie das hier funktioniert. Ich werde dann einfach auf Oliver zurückgreifen. Weil Esther und ihr Pimpelnöppel sind anscheinend zu schwach. Ja. So, Esther, ich soll es zu ihr lieben, aber das lasse ich. Ich wechsle wieder zurück. Ja, du dein Best. Und wir machen einen Schnitter. Weil drei Gegner und bam. So, Angriff. Sonst wird das hier nichts. Sie heilt auch sehr schön. Ja, das ist okay. Attacke! So, es geht doch. Das Vieh hat halt, kann halt sehr gut heilen, aber mehr nicht. So,
So einfach kann es gehen. Wirklich, eine falsche Taktik kann so viel verändern im Kampf. Das ist unglaublich. Salziges Eis. Uah. Gut gemacht, Oliver. Deine magischen Fähigkeiten sind wahrlich beeindruckend. Genau wie dein Geschick mit dem Umgang mit deinem Vertrauten, Tochter. Hi, ich tue mein Bestes. Weißt du, Oliver, ich würde zu gerne mal mit deinen Vertrauten kämpfen. Hä? Geht das denn? Ja, wir können tauschen. Das können wir tun. Dann kriegt sie vielleicht auch mal ein stärkeres Vieh. Vielleicht geben wir ihr Vilo. Ja. Ich will deinen Bräuler nicht, danke. Ja, wenn du die richtigen Vertrauten einsetzt, kämpfen diese auch viel besser. Mit welcher Art von Vertrauten du besonders gut auskommst, findest du heraus, wenn du im Hauptmenü Freunde und Vertraute auswählst. Gut, genug geplappert, ihr beiden. Wir müssen zu diesem Tempel der Prüfung. Ja, nordöstlich. Okay, so, warte mal. Freunde und Vertraute. Ja, stimmt. Je nachdem, wer ihn füttert, glaube ich, oder? Warte mal. Wechseln. Dahin. Kommt ihr besser miteinander aus? Ich weiß nicht. Ja, weil, obwohl Vertrautheit ist ja schon ein Herzchen voll. Ach, ist das alles anstrengend hier. Nom nom. Das war nicht sein Lieblingsessen. Überenike? Das auch nicht. Das auch nicht. Oh. Was ist denn jetzt dein Lieblingsessen? Eis? Ja, Eis mag es ganz doll. Aber gut. Ich werde mal sagen, dass es hier erstmal reicht für heute. In der nächsten Folge gehen wir zum Goldhain, geben endlich das Lunchpaket ab, erledigen Dickschädel, wir kümmern uns wieder um ein paar Quests. Also, vielen Dank fürs Zusehen, Kommentieren, Liken und was ihr nicht sonst alles für mich tut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.